So, da hat doch glatt der Patch der wieder die Audio verdreht, ja. Aber ja gut. Somit herzlich willkommen zurück zu Wilden Wing Commander 3. Auf schwer. So, was liegt denn jetzt an? Ja, ich bin natürlich völlig aus. Ah ja, soweit sind wir schon. Okay. Du hast den Spaß verpasst. Was mir sehr leid tut. Ich habe satt, ein Schreibtischflieger zu sein. Du hattest einen kleinen Zusammenstoß mit Trekkath? Ja, ganz richtig. Du verfluchter Mistkerl. Tut mir leid, dass du es auf diese Weise erfahren musstest. Seit wann weißt du es bereits? Seit die Concordia abgestürzt ist. Ah, Paladin ist auf meiner Seite. Worauf wartest du? Schlag zu, so fest du kannst. Na, mach schon. Auf Vespus. Hast du da gestanden und mich angelogen? Ich hatte meine Befehle. Nein, mich während der Einsätze zu beschützen, das war deine Aufgabe. Ich habe dich beschützt, indem ich nichts sagte. Was hättest du denn fast getan, als du es rausgefunden hattest? Ich habe dich doch nur vor dir selbst beschützt. Du weißt, wie viel mir diese Frau bedeutet hat. Ja, Chris. Aber es sind schlechte Zeiten. Und wir haben alle jemanden verloren, der uns nahe stand. Warum solltest du eine Ausnahme sein? Ja, den Spruch habe ich schon mal gehört. Wer weiß. Angels Opfer kann uns vielleicht noch nützlich sein. Sie hat eine Botschaft an uns gesendet, bevor sie auf dem Planeten Kyra in Gefangenschaft geriet. Du willst diese Botschaft sicher hören. Ich warte in der Kommandozentrale auf dich. Wäre es möglich, dass die Schiffssensoren Bewegungen im Sektor aufspüren? Oh ja. Ja, doch, dazu müssten diese Dinger imstande sein. Ich müsste nur ein bisschen am Computer rumtüfteln. Dann tun Sie es. Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Paranoia endlich auszahlt. Das wäre doch eine Idee, nicht wahr, Lieutenant? Worum geht es hier? Naja, wir erhalten nach wie vor die verschlüsselten Botschaften, Sir. Cobra denkt jetzt, dass Hobbs... Ich weiß genau, was Cobra jetzt denkt. Sir, Sie wussten das von der Behemoth. Die wissen sogar noch vor uns, was wir vorhaben. Ich kann nicht glauben, dass sie jetzt noch Sympathie für einen Kerathi empfinden, da... Da ist was dran. Das spielt keine große Rolle. Da ist was dran. Schon gut, ich gebe zu. Wir haben ungewöhnlich viel Pech gehabt in den letzten paar Wochen. Arbeiten Sie an der Dechiffrierung weiter. Ja, Sir. Und Hobbs, Sir? Cobra zurzeit würde ich sagen, dass keiner von uns unverdächtig ist. Tja, wohl ein böser Fehler. Ich habe etwas mitzuteilen. Die Behemoth war nicht der einzige Trumpf, den die Konföderation im Ärmel hatte. Wir vom Geheimdienst hatten unser eigenes langfristiges Projekt. Das war auch der Grund, wieso Angel nach Kilra musste. Sie hatte ein Paket mit den neuesten Errungenschaften der Technik bei sich. Einen Teil davon hat sie in die Umlaufbahn des Kilrathi Heimatplaneten geschossen. Den anderen Teil, diverse Sender, musste sie am Boden anbringen. So erhalten wir wichtige Daten über einen Kommunikationssatelliten, der direkt vor dem Kilrathi-Sonnensystem postiert ist. Angel ist zwar tot, aber ihr Werk lebt weiter.
Es hat sich herausgestellt, dass der Kilrathi-Planet eine ziemlich unruhige Oberfläche hat, deren Schichten immer wieder in Bewegung geraten. Seine tektonischen Platten verschieben sich laufend, wie bei einem Kartenspiel. Ich vermute, dass diese ständigen schweren Erdbeben der Grund für das aggressive Kilrathi-Verhalten sind und ein kriegstreibendes Volk aus ihnen macht. Kilra hat also eine Achillesferse. In den letzten 10 Jahren haben wir an einer tektonischen Schwingungswaffe gearbeitet. Der Temblor-Bombe. Wenn es uns gelingt, dieses Ding mit absoluter Präzision abzufeuern, dann könnte seine Detonation genau die richtige Resonanzfrequenz herbeiführen, um eine tektonische Reaktion auszulösen, die diesen Planeten buchstäblich in kleine Bruchstücke brechen würde. Aber was nützt es uns, wenn wir ihre Welt zerstören? Sie haben viele Armeen im All. Ihre ganze Kultur beruht auf einer strengen, zentralistischen Hierarchie. Alle Wege führen nach Kilra. Die Bevölkerung würde dem Herrscher jederzeit in den Tod folgen. Wird diese Hierarchie zerstört, sind sie verloren. Gut, worauf warten wir dann noch? Tja, wir haben ein Problem. Das Ding ist nicht fertig. Vor einem Jahr wurde Dr. Severin, der Mann, der für dieses Projekt zuständig war, von den Kilrathi entführt. Wir haben versucht, die Teile ohne ihn zusammenzufügen, aber es hat nicht geklappt. Das heißt, wir müssen Severin holen. Es hat wenig Sinn, darauf zu warten, dass ihn unsere Feinde freilassen. Was? Wir wollen diesen Kerl von einem Gefängnisplaneten holen? Uns bleibt leider keine andere Möglichkeit. Befassen wir uns mit den Einzelheiten der Mission. Der Gefängnisplanet heißt Alcor 5. Wir werden durch ein Hintertürchen in das Sonnensystem eindringen, mit normaler Geschwindigkeit. Colonel, ich möchte, dass Sie einen Erkundungsflug machen. Säubern Sie das Asteroidenfeld. Sorgen Sie bitte dafür, dass wir nicht entdeckt werden. Alles klar, Junge? Alles klar. Jawohl. Ist doch jetzt die Aktion mit dem... Tja, das sind also unsere Asteroidenbasis, oder? Ah, da wäre noch eins. Cobra? Thunderbolt? Ich kann hier starten, Colonel. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Cobra ist auf Zack. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Thank you.
Was da noch alles kommt, Halleluja. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Aus? Alles bestens, Sir. Alles bestens, Sir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Da kommt Feuer raus, ja? Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen! Raketen raushauen. Erstmal habe ich da auf jeden Fall jetzt ein paar gezogen. Dafür steht mal fest. Feind gesichtet, Colonel.
Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Mal den Spaß hier. Nochmal. Wie sieht's aus? Nicht schlecht, Colonel. Nicht schlecht, Colonel. Was? Aus? Nicht schlecht, Colonel. Ja,
Ach komm, lass ihn. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Wie sieht's aus? Nicht schlecht, Colonel. Du Schande. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Nicht. Habe ich das Gefühl, ich los hier. Das sind erbärmliche Nachkommen von Affen. Reingeflogen, ne? Das ist natürlich Optimum hier. Alter. Ist aber auch eine Packung. Schwer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Diese ganzen Pappnasen hier am Hals, oder? Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt!
Irgendwie ist das komisch hier. Gefällt mir nicht. Ganz, ganz komisch. Das liegt an einer Thunderbolt, dass sie nicht so wendig ist. Keine Ahnung. Wie sieht's aus? Alles bestens. Nämlich Teamwork. Ja komm, jetzt holen wir uns die Korvette hier auch noch. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Korvette ist weg. Wie sieht's aus? Alles besser. Das ist doch ein Witz. Ja, diese Dinger hier. Halt gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Sich unsichtbar machen als Sprackers, ne? Ach, das ist Schreie. Kommt ja voll darauf hier. Also richtig, ne? Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Na komm, mach dich sichtbar. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Boah. Starkets, Starkets, Starkets. Na komm dran hier. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Jetzt
verarbeiten wir nicht zu Katzenstreu. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Verarbeiten wir nicht zu Katzenstreu. Ihr erbärmliche Nachkommen von... Wo zur Hölle ist Cobra? Das gibt's doch gar nicht. Kannst du das allein machen oder was? Wie sieht's aus? Alles Beste, Sir. Den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Diesen Kampf überlebt ihr nicht, ihr Affenpack. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Ja, gut, Schild, ne? Offenbar. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Fresse dein Herz und spucke es aus, Terrano! Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. So, ziemlich weit weg. Mach die da hinten. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Weg denn so noch. Der kriegt ja richtig die Wirbel raus. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Ziele erreicht. Mhm. Okay. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Aus? Alles bestens, Sir. Vom Hals. Ja, klasse, ey. Aber richtig klasse. Das kann ja was geben, ja. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jetzt alles alleine machen, ne? Ohne Raketen am Start. Erbärmliche Nachkommen von Abi. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Ja, natürlich. Ach, das ist schön. Thank you.
Dreißigs, jede Menge Dreißigs. Ach du Schande. Das kann ja was geben, ja. Mein Sprit ist auch gleich leer hier. Schöner. Das erste gut aus. Boah, das war tatsächlich alles. Gibt's doch nicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht aus, als wären Sie erfolgreich gewesen, Sir. Sie können jetzt landen. Na dann. Und er putzt den Bildschirm. Und die Kamera gleich mit. Ist hart im Nehmen. Sie ist inzwischen an Bord. Großartig. Alle wissen es inzwischen schon. Wir sollen Dr. Severin befreien. Oder Dr. Tod, wie ihn viele seiner alten Freunde nennen. Kennen Sie den Mann? Ja. Wir beide sind alte Bekannte. Wenn Sie mich fragen, mich freut's, dass er von den Kilrathi eingesperrt wurde. Wahrscheinlich hat der Kerl auch was mit Ihrem gelöschten Lebenslauf zu tun. Sie wissen sicher, dass ich nicht immer Pilot war. Hörten Sie schon mal von Pax 7? Ja. Auf diesem Planeten sind viele Leute durch einen Unfall umgekommen. Millionen wurden getötet. Und es war kein Unfall. Es war einer von Dr. Severins Vernichtungstests. Ich arbeitete damals für ihn. Er wusste ganz genau, was geschehen würde. Aber das war für ihn kein Grund, die Zivilisten zu warnen. Die Konföderierten haben alles vertuscht. Das war leicht, keinen hat's interessiert. Die Paxonen waren nur primitive Volksstämme, die im Krieg nicht weiter hilfreich waren. Deshalb bin ich dort ausgestiegen. Als Kampfpilot stehe ich den Feinden gegenüber. Da fliegt mir einer nach dem anderen vors Fadenkreuz. Die Piloten, die ich abschieße, sind wahrscheinlich keine Zivilisten. Wenn tatsächlich eine Hölle existiert, dann ist dort ganz sicher ein Platz für mich reserviert. Und auch für Severin. Er sollte sich keine Vorwürfe machen. Der Kerl hat viel zu viel um die Ohren. Das ist der ziemliche Altlast, die Sie da mit sich rumschleppen. Besser, Sie nehmen an diesem Einsatz nicht teil. Ich nehme daran teil. Ich will dabei sein, wenn wir diesen Mistkerl rausholen. Flugdeck, Alarm. Wir haben Schwierig. Flugdeck, Alarm. Flugdeck, Alarm. Flugdeck, Alarm. Oh, ich weiß, was passiert. Flugdeck, Alarm. Das habe ich mir ja gedacht. Colonel. Hobbs. Ja. Wer versuchte das durchzugeben? Wenn es uns gelingt, dieses Ding mit absoluter Präzision abzufeuern, dann könnte seine Detonation genau die richtige Resonanzfrequenz herbeiführen, um eine tektonische Reaktion auszulösen, die diesen Planeten buchstäblich in kleine Bruchstücke brechen würde. Das ist doch nicht zu fassen. Er hat uns ausspioniert. Sie muss auf die Krankenstation. Nein, schnappt euch Hobbs. Noch ist Zeit dazu. Nein, das verbiete ich Ihnen. Wir sind fast bei Alcor 5 und eine Verfolgungsjagd zu diesem Zeitpunkt würde die gesamte Operation gefährden. Rache. Na los, wir versuchen das mal. Ja.
LK5, ja. Vielleicht krieg ich mehr. Ah, mein alter Freund, so trifft man sich wieder. Nur diesmal will das Schicksal, dass wir Feinde sind. Und als Feinde müssen wir bis auf den Tod kämpfen. Du bist ein würdiger Widersacher. Deshalb wünsche ich dir alles Gute. Unser letztes Aufeinandertreffen. Prüfung unserer Willensstärke und unseres Mutes. Sei da raus, weil wir wollen. Aber ich habe ihn gut zugesetzt, vielleicht kriege ich ihn ja tatsächlich noch. Mein tödlicher Schlag, Herz des Tigers. Gegengeflogen. Kaputt. So kann man es natürlich auch machen. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber gut. Später mit dem Holz. Hat mich reingelegt. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Ja, wo seid ihr denn hier? Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Hm, ne? Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Na, mal gucken, ob ich landen kann. Na, bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Leider negativ, Sir. Wie sieht's aus? Nicht einmal ein Kratzer. Wenigstens später nicht mehr unterwegs. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Ich nehme an, Sie erwarten, dass man Sie beglückwünscht, weil Sie Hobbs ausgeschaltet haben. Aber Sie gehören vors Kriegsgericht, weil Sie sich meinem Befehl widersetzen. Wir waren auf Sie als Kampfpilot angewiesen und Sie waren nicht da, Colonel. Die Victory wurde in einen Hinterhalt gelockt, als Sie Ihre kleine Spritztour machten. Sie können jetzt landen. Melden Sie sich bei mir so schnell wie möglich. Aber sauer. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr mich das alles mitnimmt. Man erwartet von mir, dass ich einen Brief an Vaqueros Eltern schreibe. Und zwar so, dass sie stolz über seinen Tod sind. Ich habe schon viel zu viele Verlustmitteilungen verfasst.
werden die Eltern haben wollen. Verdammt, Blair, ihnen waren die eigenen Probleme wichtiger als die des Schiffs. Das war unverantwortlich. Ich werde den Eltern schreiben, Sir. Was ist mit Hobbs passiert, Captain? Wenn Sie die Antwort wissen, Colonel, dann sagen Sie mir Bescheid. Jedenfalls müssen wir jetzt schnell handeln. Weiß der Teufel, wie gut die Kilrathi inzwischen informiert sind. Jo. Der Krieg kommt einem immer dann besonders grausam vor, wenn er ein so junges Leben beendet wie das von Lieutenant Mitchell Lopez. Ein Mann, der so jung war, dass er noch Träume hatte. Vaquero war ein Pilot, auf den sich jeder hundertprozentig verlassen konnte. Er wird uns fehlen. Nicht gut. Tja, es ist soweit. Die Befreiungsaktion kann losgehen. Sie sind für die Luftdeckung verantwortlich, während die Marines auf den Planeten fliegen und Dr. Severin befreien. Ich weiß, dass du es ständig hörst, weil ich es früher auch ständig gehört habe. Aber dies ist bestimmt der wichtigste Auftrag, den du jemals hattest. Ich wünschte, ich wäre ein paar Jahre jünger, dann würde ich an deiner Flanke mitfliegen, mein Junge. Diesen Auftrag würde ich am liebsten selbst erledigen, aber mein Reaktionsvermögen ist zu schlecht geworden. Wenn wir diesmal versagen, Junge, dann steh Gott der Menschheit bei. Nur, das kann ja was geben, ja. Excalibur. Wohin geht dessen bezüglich jetzt richtig die Kasse? Hier ist jetzt Action angesagt. Ach du Schande. Thank you.
Sender oder sowas zerstören oder was war hier? Auf jeden Fall habe ich Fliege am Hals, so viel steht noch jetzt hier. Das ist echt quer. Schande. Thank you.
jetzt noch einen, sonst gäbe es keinen Morgen. Ist ins Grab. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Mietzekatze. So, muss ich irgendwas abschießen? Irgendwas, was hier in dem Weg ist? Oder? Und vermuten ja. Feuern ist ja wohl ein bisschen was. Lange nicht gesehen, Doc. Kein Grund zur Aufregung. Ich habe getan, was getan werden musste. Nee. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Stell dir vor, dann hat er ihm eine gescheuert. Sie haben ihn erwischt, Sir. Wollen Sie wissen, wer sich in den Bunker reinmanövriert hat? Sie können... Oh, General Taggart will Sie sprechen, Sir. Junge, Junge, Junge. Und? Ziemlich heißer Flug, Sie... Oh, Flieger heile nach Hause gebracht, ja. Ich habe heute den ganzen Tag lang die Gefechtsberichte studiert. Eure Majestät, ihr solltet euch nicht mit den langweiligen Tagesgeschäften befassen. Das ist doch nur wirklich reine Zeitverschwendung. Ich begreife beim besten Willen nicht, was hinter der Invasion der Terraner in das Alcor-Sonnensystem steckt. Soll das ein Versuch sein, die Gefangenen zu befreien? Wenn ihr erlaubt, verehrte Majestät, ich kann euch auf eure Frage vielleicht eine Antwort geben. Gut, Untergebener. Von den Erdbewohnern wurde nur ein Gefangener befreit.
Wahrscheinlich, weil er über Fähigkeiten von wissenschaftlicher Natur verfügt. Und diese Fähigkeiten, die er besitzt, wofür verwendet er sie? Das haben wir leider nicht bis ins Letzte ergründen können. Der Umfang seines Wissens war wirklich ungeheuer. Auf jeden Fall werden wir den Krieg gewinnen, Majestät. Der Tag, an dem wir auf dem Planeten der Terraner einfallen werden, ist bald da. Wir stellen eine riesige Armada zusammen. Zu keiner Zeit hat es so eine starke Streitmacht gegeben. Und zu keiner Zeit darf man Folgendes vergessen. Wenn der Gegner so gut wie besiegt scheint, dann ist er am allergefährlichsten, mein Prinz. Das ist richtig. Wie immer spricht Eure Majestät wahre Worte aus und voller Weisheit. Tja, jetzt mal ab, Freunde. Hat sich bald ausmiaut. Der Mann ist der Einzige, der angeblich so viel Verstand hat, dass wir den Krieg gewinnen können. Das muss er mir aber erst beweisen. Und Vagabond schlägt ihn einfach nieder? Ich wette, dass Vagabond die nächsten 20 Jahre im Knast verbringt. Naja, Vagabond hatte seine Gründe. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich werde ein Wort mit dem Captain reden. Einem Kilrathi darf man nun mal nicht trauen. Ich hoffe, Cobras Tod ist ihnen eine Lehre gewesen. Du willst das nicht anders, Mann. Das ist mir zu dumm. Fangen wir an, Colonel. Das Hauptquartier hat uns nach Freya geschickt, weil man hier einen Jump Point ausfindig gemacht hat, der direkt nach Kilra führt. Ein nettes kleines Hintertürchen, das wir später gut brauchen können, wenn Dr. Severin die T-Bombe fertiggestellt hat. Allerdings hat die Sache einen Haken. Das Sonnensystem gehört den Kilrathi. Das heißt, wir müssen sie vertreiben. An die Arbeit, Colonel. Na dann. Ja, das sind also unsere Einsatzziele. Nur Maniac oder Flint. Sehr interessant. Maniac? Aber dafür Excalibur. Auf geht's. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Aus? Die können mir nichts anhaben.
Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Ich hab jetzt auch was bisschen Boom. Oh Mann. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an. Mach mal. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wenn eine Schande für mein Volk. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Heute bin ich gut drauf. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Hey. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Kilrathi sind ziemlich fleißig gewesen. Aber da sind schon mehr Raumschiffe nötig. So leicht kriegt sie keiner unter. Sie können jetzt landen. Ziemlich heißer. Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Colonel, bedrückt Sie irgendetwas? Captain, der Bunker ist für einen Piloten wie Vagabond nicht der richtige Ort. Oh ja, das ist richtig.
Aber der Bunker ist der richtige Ort für jemanden, der so disziplinlos ist wie er. Man muss knallhart sein. Sir, die Belastung ist für uns alle außergewöhnlich groß und Vagabond hat eine Chance verdient, finden Sie nicht auch? Und Sie übernehmen persönlich die Verantwortung für ihn? Ja, er wird mit mir fliegen, das versteht sich von selbst. Gut, ich bin einverstanden. Danke, Sir. Ziehen Sie um? Nein. Den Schrank auszumisten hilft mir manchmal, den Kopf klar zu kriegen. Ich habe auch ausgemistet. Und ein paar Erinnerungen über Bord geworfen. Das hört man gern. Ehrlich gesagt, ich bin Ihnen etwas aus dem Weg gegangen, solange Sie noch auf der Suche nach Angel waren. Und ich begebe mich jetzt sicher aufs Glatteis. Aber es sieht ganz so aus, als ob es zwischen uns gefunkt hätte. Wer weiß, vielleicht bin ich nicht die einzige Frau, bei der es gefunkt hat. Ob Sie es glauben oder nicht, Flint, ich bin nicht der Typ, der mit sämtlichen Frauen flirtet. Und ich, Sir, bin nicht der Typ, der mit sämtlichen Männern an Bord flirtet. Machen Sie auch mal eine Ausnahme? Kann sein. Ja. Mann, endlich darf ich zeigen, was ich kann. Ich war von Anfang an von Ihnen beeindruckt. Sie müssen mir nichts beweisen. Ich kann mehr, als Sie denken können. Sie würden sich wundern. Treffen wir uns mal privat, dann zeige ich Ihnen, was ich alles kann. Früher oder später müssen Sie sich von den Schatten der Vergangenheit trennen. Lassen Sie sich von jemandem trösten. Ich verstehe. Sie glauben, Sie wären dafür die Richtige. Es wäre einem Versuch wert, oder nicht? War nicht noch Maniac eigentlich? Ja, auf Sie wartet viel Arbeit. Fangen wir an. Nur zu, Captain. Wir müssen noch ein Problem lösen, das diesen Jump Point nach Killra betrifft. Er hat einen Schutzschirm. Der Schildgenerator steht auf Freya 2. Jetzt wird sich herausstellen, wie viel dieser Excalibur bei Bodeneinsätzen taugt. Colonel, ich möchte, dass Sie die Bodenattacke leiten. Zerstören Sie diesen Generator. Viel Glück, Colonel. Jetzt geht's ab hier. Ich möchte jetzt noch quatschen, was wir mit der Excalibur hier haben. Nee, dann kann ich es auch rein, ja. Alles klar. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Hat mich um meinen Sieg betrogen. Thank you.
Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Das war ein echter Test für die Excalibur. Sie haben es denen gezeigt, Sir. Sie können jetzt landen, Colonel. Puh.
Den haben Sie es aber gezeigt, Sir. Jo, das habe ich wohl. Colonel, nehmen Sie Platz. Für jemand, der eine ganze Weile graue Wände angestarrt hat, wirken Sie ziemlich munter. Lassen wir Vergangenes ruhen. Ich muss nicht mehr länger allein spielen. Das verdanke ich nur Ihnen. Wir verlieren alle mal die Beherrschung. Ja, wäre ich noch mal in der Situation, würde ich diesen Mistkerl wieder umnieten. Na gut. Er würde ihn wieder umhauen. Alles klar. So, was folgt denn als nächstes? Colonel, eine Runde geht ja. Gehen wir Ihren Einsatz durch. Ja, Sir. Jetzt, da wir den Jump Point eingenommen haben, müssen wir jedes Kilorathi-Raumschiff, das hier durchfliegen will, ausschalten. Nur so können wir verhindern, dass das feindliche Oberkommando von unserer Übernahme erfährt. Tun Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Ja, dann. Also Frühjahrsputz. Ja, das sind also unsere Einsatzziele. Vagabond. Frühjahrsputz mit Excalibur. Wir haben Gesellschaft. Ja, dann. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Machen wir sauber hier. Aufzusuchen, Mieze. Hat kein geschossen, Sir. Ich bin eine Schande für mein Volk. Ich hab ihn. Ich habe es mit Kiew erwischt. Weggeholzt, ja. Lösen und angreifen! Leider nein, Kumpel. Hm? Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Verstärkung ist bereits unterwegs, Colonel. Wir können Ihnen den Jump Point überlassen und von hier verschwinden. Sie können jetzt landen.
ziemlich heißer Flux. Alles sind die gejagt, ja. Ja, jetzt haben wir wieder die Girls hier, ne? Das war aber eine blitzschnelle Entscheidung. Ich bin beeindruckt. Tja, als Kampfpilot muss man dazu in der Lage sein. Könnten wir diese Entscheidung noch etwas ausbauen? Wie wäre es, wenn wir noch einen Nachbrenner anzünden? Oh Mann, küss sie. Das wird nie gut gehen mit ihr. Oh, Rachel. Ich fühle mich geschmeichelt, aber wir beide sind wie Feuer und Wasser. Das hätte keine Zukunft. Tut mir leid. Na sowas, was wollen Sie von mir? Ich weiß nicht, was Sie jetzt denken. Aber Rachel und ich sind wirklich kein Pärchen. Und was heißt das für uns? Ach, küss sie. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler. Ach, küss sie. Ach, mach mal. Darf ich meine Raketen wahrscheinlich selber zuweisen? Ich habe wohl meinen Verstand verloren. Ich bin unter Piloten groß geworden. Eures Herzens seid ihr Verbrecher. Du vergisst wohl, dass du auch Pilotin bist. Oh, ja, dann geschieht es uns ganz recht. Machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Ihr alter Freund Paladin ist fleißig gewesen und hat uns ein Geschenk geschickt. Den Prototyp der Templar-Bombe. Wir springen in das Hyperion-Sonnensystem. Dort hat die Abwehr eine unbewohnte und tektonisch instabile Welt entdeckt. Ein perfektes Testgelände für die Waffe. Eine Excalibur ist für diese Sonderfracht umgerüstet worden. Und, Colonel, Sie sind als Pilot ausgesucht worden. Fliegen Sie möglichst nah an die Oberfläche des Planeten, damit Sie auch sicher ins Schwarze treffen. Ihr Timing und Ihre Treffsicherheit müssen perfekt sein. Sie können sich ganz auf mich verlassen, Sir. Colonel, Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Oder? Ich muss mit dir reden. Ihr Kantinenmanöver von vorhin löste mir keine Begeisterungsstürme aus. Wissen Sie, Flint ist Pilotin, also eine Kollegin. Wir verstehen einander. Ich verstehe. Diese Dinge sind Ihrer Meinung nach zu hoch für mich. Ich schlage vor, Sie kümmern sich ab jetzt selbst um Ihre Waffen. Ich bin ja nur eine einfache Mechanikerin. Wie soll ich denn da die Bedürfnisse eines Piloten begreifen? Warten Sie, das ist Rachel! Geht dir die Post ab.
Ziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. So ein Mist, Colonel. Wie können die nur sagen, dass die Gegend hier friedlich ist? Ich schmeiß den Bericht weg.
Von heute an wird sie jeder Planetenkiller nennen, wetten wir? Alles klar zur Landung. Danke, Sir. Super geflogen. Danke. Das war ganz große Klasse, Sir. Ich bin jetzt so gut wie in jeder Ecke dieser Galaxie gewesen. Das waren vielleicht aufregende Zeiten. Was soll das? Seit wann schwelgen hartgesottene Burschen wie Sie in Erinnerungen? Seltsam, nicht wahr? Es wundert mich auch. Hier auf der Victory fühle ich mich zum ersten Mal wie zu Hause, nicht wie ein Fremder. Er hat wirklich ein Zuhause verdient. Sie haben einen verdammt guten Einfluss auf uns. Sie nehmen sich selbst nicht zu ernst und sind ein ausgezeichneter Pilot. Danke, Sir. Ich gebe das Kompliment zurück. Wie wär's mit einer Runde Karten? Colonel? Gehen wir Ihren Einsatz durch. Ja, Sir. Wir springen ins Hyperion-Sonnensystem zurück. Das Hauptquartier hielt es für einen guten Zufluchtsort und hat dort eine Flotte aufgestellt. Offensichtlich haben die Kilowathi Wind von dieser Flotte bekommen. Das heißt, sie werden uns den Jungs beistehen müssen. Viel Glück, Colonel. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Vagabond. Wenn der Raketen selber was will. Rachel mag ihn, ja. Mit sowas? Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen!
hab nicht eine Stamme abgekriegt. Ich hab das Mistvieh erwischt. Aus? Hab nicht eine Stamme abgekriegt. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Greifen Sie mein Ziel an. Jawohl. Ganz schön alt aus. Shit. Zu viel getroffen. Also nochmal, weil es so schön war. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Thank you.
wird meine Tod recht. Wie sieht's aus? Das wird unserer Chefmechanikerin gar nicht schmecken. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Das wird unserer Chefmechanikerin gar nicht schmecken. Der ist gut. Jo, dann ist der Leid. Sieht ganz schön alt aus. Ganz schön alt aus. Wir zerstört. Hast rein geschossen, Sir. Ganz schön alt aus. Wie sieht's aus? Das wird unserer Chefmechanikerin gar nicht schmecken. Sieht ganz schön alt aus. Beschwert sich am laufenden Bandero. Wie sieht's aus? Das wird unserer Chefmechanikerin gar nicht schmecken. Ich verpiss mich hier. Das ist ja gut, ey. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. Ja dann. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. Feindchen zerstört! Na dann ist er gut. Das Dingchen. Klasse. Thank you.
war wohl knapp. Wie sieht's aus? Unsere Situation ist kritisch. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Mann, die Raumschiffe machten einen ordentlichen Wirbel, nicht wahr, Sir? Naja, morgen geht's dann wieder weiter. Sie können jetzt landen. Okay, dann war es so gut. Würdest du mir bitte etwas erklären? Wieso darf ich keine Einsätze mehr fliegen, seit wir ein Pärchen sind, Chris? Du weißt, ich muss die Flüge gerecht verteilen. Und wieso werde ich dann ungerecht behandelt und bekomme keinen Flug mehr? Hey, ich will dich beschützen, das ist alles. Ich höre wohl falsch. Hör zu, ich will auch mitmischen. Du kannst mich nicht einfach so kalt stellen. Man muss ihr eine Chance geben. Ich setze ihr Leben nicht aufs Spiel. Man muss ihr eine Chance geben. Wer einmal ein Kampfpilot war, der bleibt immer ein Kampfpilot, richtig? Genau so ist es. Also schreib dir das hinter die Ohren, du Kampfpilot. Du kriegst deine Chance. Du wirst es nicht bereuen, das weißt du ja. Ey, ey, ey. Machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kilorathi den Jump Point nach Kilorath zurückerobern. Wie Sie wissen, brauchen wir ihn später für eine überaus wichtige Mission. Tun Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Tja, Flint. Na, dann flieg halt mal mit. Ach je. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Alles klar. Weggeholzt, ja. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Thank you.
System funktionstüchtig. Und Kill Ruffy weniger. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ein Kill Ruffy weniger. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ruffy weniger. Jemand wird fertig gemacht. Hab ich um meinen Sieg betrogen. Ein Kill Ruffy weniger. Wie sieht's aus? System funktionstüchtig. Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Mir leicht macht. Ich weiß, wer es gemacht hat. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Ein Kill Ruffy weniger.
Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Wir haben echt fertig gemacht. Greifen Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Aus? Systeme funktionstüchtig. Ein Kiraffi weniger. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ein Kiraffi weniger. Ein Kiraffi weniger. Den haben sie echt fertig gemacht. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Thank you.
im Heimweg in einer Kiste an. Wie sieht's aus? System funktionstüchtig. Wir haben jetzt fertig gemacht. Ein Kiraffi weniger. Den haben wir echt fertig gemacht. Bitte Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Verdammt. Ich schätze, jetzt ist eine neue Definition von Katastrophe fällig. Und jetzt kommt noch eine schlechte Neuigkeit. Die Konföderierten geben inzwischen zu, dass es schlecht aussieht. Hatte ich Ihnen das nicht prophezeit, hä? Eine gewaltige Kirati-Armada fliegt auf die Erde zu. Wir müssen nach Proxima und helfen, sie abzuwehren. Sie können jetzt landen. Okay. Mist. Colonel, die Situation ist im Moment leider ziemlich ernst. Die Kilrathi kommen mit voller Kraft direkt auf uns zu. Wir haben uns auf den Jump Point im Proxima-Sonnensystem zurückgezogen, weil er zur Erde führt. Wenn wir diesen Durchgang nicht verteidigen können, ist alles verloren. Ich mache Ihnen nichts vor, die Feinde sind uns zahlenmäßig und waffenmäßig überlegen. Shit. Ich verstehe es, Sir. Ich tue mein Bestes. Okay. Tja, das sind also unsere Einsatz. Maniac. Trotzdem noch ein Flügel machen. Okay. Na, wir gucken uns den Spaß mal an, ja. Wahrscheinlich darf man da nicht mal tanzen. Jetzt starten kann. Ist da voll los. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Kommt ja einiges auf uns zu hier. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben.
noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Leider negativ, Sir. Erbärmliche Nachkommen. Helfen Sie mir mal kurz, Ace. Sofort an meiner Flanke formieren. Nicht machbar, Ace. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Jetzt beißt er ins Gras. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Wie sieht's aus? Ach, nur Routine-Schäden. Wie sieht's aus? Die Kiste hat fast total Schaden. Das ist zu brenzlig. Verschwinden wir. Colonel, wir müssen notgedrungen unseren Jump Point aufgeben. Es bleibt uns nicht anders übrig, als zur
eher dazu fliegen und zu versuchen, den Feind von dort abzuwehren. Es ist genau, wie ich es Ihnen sagte, Colonel. Wir werden bald Katzenfutter fressen können. Außer man verarbeitet uns zu... Sie kennen die Situation ebenso gut wie ich. Ich sage es nur ungern, aber wir werden uns wohl nie mehr wiedersehen. Keiner von uns will unter der Kilrathi-Herrschaft leben. Also verlange ich von Ihnen, dass Sie kämpfen, wie Sie bisher noch nie gekämpft haben. Um der Pflicht willen, um der Ehre willen, um der gesamten Menschheit willen.
Unsere Schutzschilde sind ausgefallen. Wir können sie nicht aufhalten. Sie werden mein Schiff nicht bekommen. Sir, was machen Sie da? Sie steuern genau auf Sie zu. Wir nehmen so viel wie möglich von Ihnen mit in den Tod. Sprechen Sie Ihr Abschiedsgebet, Rollins. Das böse Ende kann man sich auch mal gucken, ne? Endlich stehen wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Sei mir gegrüßt, Herz des Tigers. Ihr Volk wird die Erde nie wirklich besitzen. Dazu müssen sie sie schon zerstören. Die Erde wäre für die Klerasik ein großer Verlust. Der größte Teil ihrer Oberfläche besteht aus Wasser. Dafür hatte ich noch nie viel übrig. Es ist mir eine große Genugtuung, dich und die anderen Terraner endgültig besiegt zu haben. Aber es ist nicht so, dass uns Kirasi das, was ihr Gnade nennt, unbekannt ist. Ich werde dir jetzt die Gelegenheit geben, um dein erbärmliches Leben zu bitten. Ich flehe dieses Filzknäuel nicht um Gnade an. Ich will nicht sterben. Sie haben gewonnen, Prinz Trekkath. Aber jedes Lebewesen hängt an seinem Leben. Tja, ich meine, ich bin keine Ausnahme. Ach, sogar das Herz des Tigers erweist sich letztendlich als feige und unwürdig. Ich bin sehr enttäuscht. Tja, nicht mit mir hier. Muss das Ding da also zerstören. Das letzte. Komme ich nicht rum. Tja. Klappe. Mal zeigen, was er drauf hat. Oh, Sound verschluckt. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Heute bin ich gut drauf. Bin ich gut drauf. Raphael.
Heute bin ich gut drauf. Oh nein. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Schieß mal schön deine Raketen weg, Junge. Ja, sag ich auch. Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Nichts anhaben. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf.
Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Ich um meinen Sieg betrogen. Glückstreffer, Elf. Ja. Jetzt geht's rund. Na, dann lassen wir es mal krachen. Lösen und angreifen! Von dir können Sie noch was lernen, Karne. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Das könnte es natürlich auch sein. Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Achtung, Kilra, es ist soweit, wir kommen. Sie können jetzt landen, Sir. Das wird ein hartes Brot. Wir sind hier versammelt, um von Major Todd Marshall Abschied zu nehmen. Wir beide waren uns so gut wie nie einig.
Aber Maniac hat immer sein Letztes gegeben. Er beherrschte sein Handwerk. Er liebte das Leben und das Fliegen. Am Tag des Sieges werden wir ihn am meisten vermissen. Das spricht aber nicht das Fortlaufen und Story im nächsten Teil. Ja. System der Terraner läuft bereits in 48 Stunden an. Darf ich dir was sagen, Malik? Der Geschmack des Sieges ist süß. Obwohl man nie weiß, was im Verlauf einer Schlacht passiert, hoffe ich doch auf ein letztes Aufeinandertreffen mit dem Herz des Tigers. Wahrlich, seine Vernichtung würde unseren Triumph erst vervollständigen. Colonel, ich würde gern die Gelegenheit nutzen, um Ihnen etwas zu sagen. Ich war anfangs nicht sehr erfreut über Ihre Versetzung auf die Victory, doch jetzt bin ich froh, dass Sie an Bord gekommen sind. Es ist mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Die Templar-Bombe ist ein großes Wagnis für uns, aber nach dem, was ich gesehen habe, sind Sie der einzige Mann, der mit diesem Ding umgehen kann. Ich kann nur hoffen, dass ich Sie nicht enttäusche, Sir. Ich weiß es. Hm. Gehen wir? Tja, meine Herren, nun ist es soweit. Wir werden den Heimatplaneten der Kilorathi auslöschen. Da nicht die gesamte Flotte nach Kilorath fliegen kann, haben wir ihre Excalibur mit unserer neuesten Erfindung ausgestattet, der absolut undurchdringbaren Abschirmung. Die Vorrichtung legt die Ortungsgeräte der Kilorathi lahm, aber sie braucht extrem viel Energie. Nachdem sie ihre Fracht abgeliefert haben, schaltet sich die Abschirmung ab, denn dann brauchen sie ihren ganzen Saft, um sich aus dem Staub machen zu können. Stellen Sie als erstes ein Team von 4 Leuten zusammen. Dann dringen Sie in das Kilorath-Sonnensystem ein und tanken an einem versteckten Ort auf. Unser Geheimdienst hat nämlich in der Nähe Kiloraths ein geheimes Depot errichtet. Aufgrund Ihres riesigen Zeitpeilsystems und weil es zu riskant ist, mit ihr zu fliegen, ist die T-Bombe bereits in das Sonnensystem eingeschleust worden. Sie werden sie also erst bei einem zweiten Stopp an Bord nehmen können. Die Bombe zielsicher abzuwerfen, erfordert ein Maximum an navigatorischen Fähigkeiten. Die Konföderierten sind der Meinung, dass die Zerstörung ihres Planeten ein schwerer Schlag für die Bevölkerung Kilorath bedeuten würde. Und unser Timing könnte nicht besser sein. Laut unserer Abwehr ist ein Großteil der feindlichen Flotte in den Werften, die ihre Heimatwelt umgeben, um aufgerüstet zu werden. Colonel, ich will eines klarstellen. Kehren Sie nicht auf die Victory zurück, bevor Sie die Operation nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Haben Sie nicht mehr Informationen? Ein alter Freund von Ihnen macht jetzt weiter. Da bin ich schon wieder. Ich weiß, Captain Eisen hat dich gründlich instruiert, aber du kriegst noch ein paar Informationen von meiner Wenigkeit, von der anderen Seite des Jump Points. Auch wenn ich nicht wie früher in deinem Geschwader mitfliege, bin ich trotzdem bei dir. Darauf kannst du dich verlassen. Colonel, viel Glück. Vielen Dank, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Vagabond, ich will, dass Sie neben mir fliegen. Flint, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Oh, mehr haben wir nicht. Bye.
was für der Hölle gibt hier? Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Nicht gestaffelt, ja, muss aber ja auch. Wir haben Gesellschaft. Sofort an meiner Flanke formieren. Jawohl. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Gesellschaft. Ich bin einsatzbereit. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Lösen und angreifen. Danke jetzt ein. Tüchtig. Eine Schande für mein Volk. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Das kann ja was werden.
gebaut, aber nach Brenner kaputt. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Ich bin eine Schande für mein Volk. Ein Kirafi weniger. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Sofort an meiner Flanke formieren. Verstanden, ja. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Sofort an meiner Flanke formieren! Danke, ja. Einsatzziele erreicht. Ja, dann lass uns doch den... Das wird nichts, ne? Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ich habe schon keinen Sprit mehr oder was. Gib mir Landeerlaubnis. Sie haben Landeerlaubnis, Excalibur. Thank you.
Wenn du dies siehst, dann ist noch nichts verloren, mein Junge. Also lass uns keine Zeit verschwenden. Meine Männer haben ganz in der Nähe von Kilra ein geheimes Dorf aufgebaut. Ich hoffe, dass es unsere Feinde noch nicht gefunden haben, weil dort schon alles vorbereitet ist, um die T-Bombe scharf zu machen. Wir werden uns zweifellos bald wiedersehen. Action. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Den haben wir echt fertig gemacht. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Weihnachtsmann.
Hauptmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Den haben wir echt fertig gemacht. Ich um meinen Sieg betrogen. Den haben wir echt fertig gemacht. Den haben wir echt fertig gemacht. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Gute Nacht, Miezekatze. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Jetzt beißt er ins Gras. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Nachkommen von Affen. Thank you.
lassen. Ich kann auch. Gib mir Landeerlaubnis. Sie haben Landeerlaubnis, Excalibur. Gut, oder auch nicht gut. Ich wusste es doch, dass wir uns schon bald wiedersehen. Du hast jetzt die T-Bombe. Hör gut zu, mein Junge. Ich hoffe, dass du das Ei ganz sachte ins Ziel fliegen wirst. Wenn du dieses Band siehst, werden dir gerade die Koordinaten übermittelt. Es liegt jetzt alles in deiner Hand, Junge. Schick die Karathi zur Hölle!
Das ist jetzt wieder genau der Bug. Ich muss da wieder nochmal wegfliegen und nochmal hinfliegen. Weil Thrakas müsste da ja sein. Den muss ich abknallen, ne?
Feind in der Nähe. Autopilot nicht benutzbar. Dann erstmal wegfliegen halt und Autopilot weg, Autopilot hin. So ungefähr. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jetzt beißt ins Gras. Sobald du zerstört bist, ups, fliegt auf dem Planeten. Geht mehr hin oder her. So, jetzt brauche ich nur die gute alte Templerbombe nach Hause. Ich habe es echt geschafft auf schwer. Das gibt's ja nicht. Na gut.
männliche Nachkommen. Was ist hier los? Das Herz des Siegers. Tief im Innern habe ich nur einen Wunsch, dich zu töten. Dann tu es doch, aber das bringt dir deine Welt nicht mehr zurück. Wir sind jetzt ein Volk ohne Vaterland. So etwas ist unvorstellbar. Mein Volk geht als Verlierer aus diesem Krieg hervor. Es wäre sehr unehrenhaft für mich, den Krieger zu töten, dem es gelungen ist, das Ende der Kilrathi herbeizuführen. Vor meinem Volk liegt ein neues Jahrtausend. Wir sind viel zu korrupt geworden und wir waren Sklaven unserer Blutrünstigkeit. Dafür haben wir einen furchtbaren Preis bezahlen müssen. Uns bleibt nur eins, wir kapitulieren vor dir, du Herz des Tigers. Dies ist eine Handlung, die in unserer Geschichte ohne Beispiel ist. Aber es ist an der Zeit, dass die Kilrathi ihre Verhaltensweise ändern. Denn unser Volk darf auf keinen Fall aussterben. Das wäre fürchterlich. Back to Earth. Das war ja ein Trip. Und damit verabschiede ich mich dann auch erst einmal. Mal schauen, vielleicht spiele ich nochmal auf Albtraum.